Hallo, willkommen. Wer uns kennt, weiß ja, dass wir gerne in der Natur unterwegs sind. Und so wandern wir heute über Feld und Flur sozusagen und haben uns ein paar Gedanken gemacht, was wir zum Abendessen zubereiten können. Ganz herzlich begrüßen möchte ich Fabienne. Hallo, Fabienne. Hallo, Burkhard. Wir sind dann übereingekommen, dass wir heute ein vegetarisches Gericht oder sogar ein veganes Gericht, wenn du den Käse weglässt, Fabienne, ja, zubereiten. Und und da haben wir natürlich die Zucchini und auch die Kartoffel ausgewählt in Kombination. Zucchini ist ja ein sehr gesundes Gemüse. Es ist vitamin- und mineralstoffreich, enthält sehr viel Kalzium, Magnesium, Eisen, aber auch sehr viele B-Vitamine und auch das Vitamin A, also Provitamin A. Und es ist kalorienarm. Und zählt zu den basischen Gemüsesorten. Das heißt, also es beugt der Übersäuerung des Körpers vor. Und ursprünglich kommen die Zucchini ja aus dem Kürbisgewächs herausgezüchtet worden, sozusagen. Und deshalb sollte man vielleicht, wenn man es selber im Garten ansät, darauf achten, dass man es nicht gerade mit Zierkürbissen in Verbindung bringt, weil es dann zu Rückkreuzungen kommen kann. Und es werden Bitterstoffe gebildet, die den Menschen nicht sehr verträglich sind. Ja, und die Kartoffel ist ja auch ein basisches Gemüse sozusagen und auch kalorienarm, besteht ja bis zu 80% aus Wasser. Es hat aber sehr viel Stärke, also Kohlenhydrate, das sich ja später dann in Glucose, also in Zucker umwandelt und kann dann auch, wenn man es abruft, gut und sehr viel Energie spenden. Ja, und bei der Kartoffel sollte man auch ein bisschen aufpassen, dass es also nicht unbedingt grüne Stellen hat. Grüne Stellen bei der Kartoffel signalisieren, dass sie an Nachkommen denkt, also die Bereitschaft zur Keimung da ist. Und da werden dann auch toxische Stoffe gebildet, um sich vor Fraßfeinden zu schützen sozusagen. Und die sind natürlich für die Menschen nicht verträglich. Auch wenn die Kartoffel schon gekeimt hat, sollte man sie besser auslesen. Ja, Fabienne, wie willst du es zubereiten heute? Da kannst du ein paar Worte sagen. Ja, ich werde heute mit den Kartoffeln und den Zucchinis Spaghetti machen. Und die werden wir dann schonend im Backofen garen. Und das zeige ich euch gleich, wie es geht. Wunderbar, dann freue ich mich schon drauf. Bis gleich. Bis gleich. So, dann wollen wir euch zeigen, wie wir unsere Kartoffel-Zucchini-Spaghetti machen. Ich habe ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe hier mal die Kartoffeln. Das sind Bio-Kartoffeln, die habe ich also nicht geschält. Wer will, kann sie trotzdem schälen. Ich habe hier so einen Spiralschneider und werde jetzt einfach die Kartoffeln durch den Schneider drehen. Da habe ich eine Schüssel, wie gesagt, ein paar habe ich schon vorgedreht und bin jetzt einfach so die Kartoffeln durchdrehen. Das werde ich mit dem Rest jetzt auch noch tun. So, die Kartoffeln habe ich jetzt durchgedreht, dass man so zeigen kann, gibt es so wirklich Spaghetti mäßig. Und das machen wir natürlich jetzt auch mit der Zucchini. Ich schneide hier zu oben den Strunk ab und schneide dann noch ein Stück ab. Ich nehme wieder meinen Schneider und mache es natürlich gleich in die selbe Schüssel. Dann habe ich natürlich jetzt auch schön meine Spaghetti, die Zucchini und Kartoffeln. Jetzt werden wir das würzen. Ich nehme dazu ein bisschen Öl.
Ich habe hier ein Traubenkernöl, das ist gut erhitzbar, weil das Ganze kommt nachher ja auf ein Backblech. Ich werde das jetzt aber schon so quasi wie marinieren, deshalb das Öl. Dann Gewürze, wie ihr schon vielleicht wisst, bei uns kommt kein Salz rein. Ich habe aber hier ein bisschen vegane Gemüsebouillon, Pfeffer, Ingwer, Paprika und Curry. Curry, Paprika, das ist wirklich ein guter Esslöffel voll. Und vom Ingwer ein bisschen weniger, vom Pfeffer auch. Und das bisschen da, das sind noch ein paar Chili-Flocken. Das gebe ich jetzt einfach da und zu. Alles rein. Und mische das jetzt gut durch. Vielleicht fast ein bisschen eine kleine Schüssel oder zu viel drin. Aber man sieht es schön. Also richtige Spaghetti. Wie gesagt, alles sehr gut durchmischen. Und ich zeige euch nachher gleich, wie es weitergeht. So, unsere Kartoffel-Zucchini-Spaghetti habe ich jetzt auf einem Backblech verteilt. Das Backblech habe ich zuvor mit Backpapier ausgelegt, das Ganze schön verteilt. Und das kommt jetzt für 20 Minuten in den Backofen bei 180 Grad. Ich habe einen Umluftbackofen, vielleicht die, wo keinen haben, auf 200 Grad stellen, circa in der Mitte vom Ofen einschieben. Und dann zeige ich es euch, wenn es fertig ist. So, hier sind wir wieder und probieren das leckere Gericht. Und es ist sehr spät geworden, wie so oft bei uns, Frau Birnmann. Ja. Aber jetzt schauen wir mal, wie es mundet. Mhm. Sehr lecker. Mhm. Vielen Dank fürs Zubereiten, Frau Birn. Gerne. Und ich hoffe, ihr konntet einen Mehrwert mitnehmen. Das Video hat gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Uns würde es sehr freuen. Bis dahin, alles Gute, eine schöne Zeit und bis bald. Zum Wohl. Zum Wohl.